Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Let's Play World of Warships. Und dabei haben wir hier das dickste Schiff, was es bei World of Warships so gibt. Und zwar Großer Kurfürst ist hier am Start. Ein absoluter, ja, wie sage ich, ein absolutes Monster, muss man schon fast sagen. Mit seinen 105.000 Hitpoints und diese einfach schieren Größe immer wieder beeindruckend zu sehen. Und jetzt schauen wir mal, was hier so passiert. Da vorne sind schon die ersten Gegner offen. So, er geht auf die Des Moines. Aber wir sehen, da passiert noch gar nichts. Die Schiemann da vielleicht? Und da gehen wir jetzt in die Live-Action so gesehen rein. Krampfader, an der Stelle sei gesagt, vielen lieben Dank für das Einsenden von diesem Replay. Wie gesagt, wer sein Replay einsenden will, unten in der Beschreibung seht ihr, wo und wie das Ganze funktionieren sollte. Wenn ihr da Probleme habt, könnt ihr auch in diese Replay-E-Mail einfach wenden, dann antworte ich da gerne. Aber im Normalfall sollte das eigentlich selbsterklärend sein. So, jetzt steht er hier im Nebel. Und jetzt wartet er, bis da die Des Moines da ein bisschen reindreht. Hat aber nicht allzu viel gedreht, deswegen dachte er sich jetzt mal raus damit. Und die schauen so aus, als ob sie nicht wirklich treffen werden. Nee. Knapp daneben ist eben auch vorbei. Ja, die Des Moines da drüben, wie gesagt, 19 Kilometer ist natürlich definitiv machbar, aber die müssen halt erstmal sitzen und dann noch in dem Winkel. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Kann man immer schön auf dem Damage oben rechts achten. Ist jetzt noch nichts angekommen, beziehungsweise nichts getroffen. Nee, auch die Salve war mal nix. So, die Ruhe vor dem Sturm, kann man fast sagen. Die Iowa, auf die kommt da auch nicht drauf. Aktuell hier sehr ruhig in dieser Gegend, wo er ist. A wird gerade sehr stark umkämpft. B gehört dem Gegner, C seinem Team. Also von dem her ist da noch alles offen, muss man so sagen. Ja, der Gegner nimmt ihn so langsam so ein bisschen aufs Korn, aber auch da noch nichts Zwingendes. Jetzt fangen seine Sekundären da das Ballern an. Auf die Shimakaze nämlich. 11 Kilometer zwar weg, aber die Sekundären, die legen schon los und wir sehen auch hier die Zieltreffer. Und auf die will er jetzt auch darüber aimen. Ein wahres Trommelfeuer an Sekundären. Und da hat er auch die ersten Damage gemacht. Wir sehen oben 528 Damage durch die Sekundären. Da ist schon wieder welche, die da treffen. In Summe hat er da allein mit den Sekundären mal 1000 Schaden gemacht. Was jetzt wirklich gar nicht so verkehrt ist. Und das auf einen Zerstörer, der da ja wirklich normalerweise flinkwendig ist und ganz schnell mal entkommen kann, wenn ihm danach ist. So. Hydroakustische Suche ist an, um sich hier ein bisschen zu schützen. Aber die Des Moines bleibt weiterhin so ein Endgegner von ihm. Wieder keinen Treffer landen können. Torpedos direkt voraus. Torpedos direkt voraus. So, die Torpedos, die stellen jetzt erstmal kein Problem dar. Das ist alles gut, aber klar, langsam will er halt Schaden machen. Mal schauen, vielleicht diesmal jetzt mit der Salve auf die Des Moines. Ach, wieder nur Abpraller. Nicht schön. Ja,
So, und jetzt mal komm. Naja, da macht er die Versenkung durch die Sekundären. Wenn gar nichts klappt, dann halt einfach die Sekundären. Kann man auch mal lassen. Aber wir sehen, er tut sich verdammt schwer in der Runde. Also, die Runde ist 7 Minuten alt und er hat 3000 Schaden. Also, da muss man sagen, das ist ein wirklich... Ja, ich würde mal behäbiger Start dazu sagen. Mal schauen, ob jetzt bei der Iowa was passiert. Ah, 1300. Das bleibt alles so ein bisschen bekannt, sag ich mal. Ja, und 5600, das ist so der dickste Hit in der Runde, den er bisher abgelassen hat. Das ist ja schon mal was. So. Also, bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wirklich so ganz rund, um es noch nett zu sagen hier. Ich glaube, er hadert wahrscheinlich nur noch ein bisschen mit sich selbst, so im Großen und Ganzen. So, und da hat er eine Zitadelle jetzt getroffen. Und da gab es jetzt mal 13.500 Schaden. Lange genug hat es gedauert. Und endlich hat er es geschafft. Vielleicht ist es jetzt ja der Moment gewesen, in dem es ja jetzt so der Knoten sich löst und wo es jetzt richtig rund geht. Der wartet einfach mal ab. Und da nochmal die Zitadelle und schöne Treffer, 30.000 Damage. Genau da passiert es dann plötzlich. Erst geht gar nichts und dann macht die Zitadelle die Detonation und zack, ist das Thema durch. So, die Gearing wird da auch mit Sekundären eingedeckt, aber da trifft noch keiner bis dato. Und jetzt legt er aber mit der Hauptbatterie nach und schon hat er 53.000 Hitpoints auf der Damage-Uhr. Das ist alles schon mal eine ganz andere Hausnummer plötzlich. Oh, Hindenburg, sehr nahe. 6,9 Kilometer. Da können sie jetzt gleich mal richtig scheppern für die Hindenburg. Und da kommt noch einiges an Damage. Also von dem her bin ich da sehr gespannt, wann und wie der zustande kommt. 6,6 Kilometer. 6,5. Also jetzt geht es da gleich rund. Sekundären schießen sofort los. Hauptbatterien werden losgeschossen, 4.500 Damage. Und ihr seht, was da passiert. Gleich 5 Zieltreffer, 6, 7. Die Sekundären, die legen richtig los. Die machen halt sehr viel Spaß. Und besonders, wenn dann eben da auch ein Brand dabei rauskommt. Oh, und jetzt hier die Gearing. Und schaut mal, was da für ein Torpedofächer auf ihn zukommt. Jetzt kann er natürlich so fahren, dass er möglichst nur zwei abbekommt. Und das scheint zu klappen. Der vorne den einen und der hintere, der geht vorbei. Ja, sehr schön. Ganz wichtig, dass da nur einer getroffen hat. Und jetzt schaut mal, was er hier für ein Wespennest hat. Iowa, Gearing, Hindenburg, alles auf einem Fleck. So, die Iowa, die soll jetzt wohl das Ziel werden. Zeitlich schönstes Ziel, 23.000 HP ohne eine Zitadelle zu machen. Torpedos direkt voraus, in der Luft.
So, und ihr seht mal jetzt, was hier auf dieses Schiff alles einhagelt. Die Torpedos, die gehen daneben. Sehr gut. Ganz wichtig, da sieht man mal, wie wichtig die hydroakustische Suche so sein kann. So, die Iowa, die haut da ab. Und jetzt will er da auf die Zao gehen. Wahnsinn, was hier das für ein... So langweilig die Runde zu Beginn war, so actionreich wird sie jetzt plötzlich zum Ende hin. Weil jetzt hat jeder Gegner Bock auf die Kurfürst. Schöner Treffer, 7100 und nochmal die nächste Salve. Das sollte erledigt sein, genau. Tschüss, Zao. Und weiter geht's Richtung Hindenburg. Die Iowa lässt da mal einfach hinter sich liegen. Denn jetzt will er den Hindenburg-Kuchen anschneiden. Und 152.000 Hitpoints hat er mittlerweile schon gemacht. Sehr nice. Oh, schön, 10.000. Nochmal eine schöne Salve vielleicht. Aber diesmal nur, in Anführungszeichen, 7.200. Aber auch da jetzt der Brand. Hindenburg bekommt jetzt einiges auf die Mütze und er kann sich wieder heilen. Also Wahnsinn, wie auf einmal dieses Replay sich noch entwickelt. Sehr fein. So muss doch das sein, oder? Was sagt ihr? So, und jetzt da die nächste Iowa. Aber da ist auch schon wieder die Hindenburg. Auf die sollte er sich meines Erachtens jetzt... Oh, sehr schöne Zitadelle auf die Iowa. Und wir sehen auch weiterhin die Sekundären da am Ballern. 50 Zieltreffer dahingehend schon gemacht. In Summe sind es 173 jetzt schon gewesen in der Runde. Wenn das Ding schießt, dann scheppert es mal richtig. 203.000 Damage und der nächste Brand. Großkaliber hat er auch. Also jetzt läuft's, die Runde. Jetzt, spätestens jetzt ist er drin. Anders kann man es nicht sagen. Und wir sehen da noch 900 HP. Also das Thema ist gleich gegessen. Er hat kein Schiff mehr hinter sich. Das ist das einzige Schiff, das hier gerade wirken kann. Also er. Dementsprechend hat er natürlich da einiges vor der Brust. Die Schüsse Richtung Iowa schauen nicht schlecht aus. Und nochmal 20.000. Nochmal die Zitadelle. Fein. Einfach fein. So, natürlich will man ja irgendwo die Krake klar machen. Aber es gibt halt nur noch zwei Schiffe und er braucht beides für die Krake. Mal schauen, was er jetzt mit der Iowa machen kann. Wichtig wäre, die zu versenken. Und da ist es auch schon passiert. Sehr gut, wichtiges viertes Schiff klar gemacht. 244.788 Damage. Wir sehen, Hindenburg, die hat wieder deutlich mehr Hitpoints. Die hat sich da wieder gut geheilt. Da muss er jetzt nochmal ranklotzen, um die da wegzumachen. Sehr schön, 5.800 Damage. Ja, und ich sage mal langsam, ich hoffe, es hat euch gefallen, weil die Runde dauert nicht mehr lang. Und wenn dem so war, lasst doch einen Daumen da, kommentiert oder macht, was immer euch gerade beliebt. Ansonsten wünsche ich euch ebenfalls sehr geile Runden mit so geilen Schiffen wie hier der Kurfürst. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba. Kreuzer versenkt.